Hallöchen meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Wir spielen hier Massive Shallys, nennt es wie ihr es wollt. Im Deutschen wird es so viel wie massiver Kelch. Und ja, und es ist so eine Art XCOM in einem Fantasy-Setting. Und das finde ich aufs erste Mal hin richtig interessant. Ich habe schon ein bisschen gespielt. Daher weiß ich ungefähr die Grundmechaniken. Mehr leider aber auch nicht. Das Spiel wurde mir sehr wärmstens von euch empfohlen. Ich bedanke mich dafür. Und ich würde mal sagen, wir starten ein neues Spiel, bevor wir hier lange herumquatschen. Und wir geben dem Spiel direkt mal einen Namen. Spiel 5, ja, ich habe schon ein paar Anläufe. Und ich habe da so meinen Lieblingsgegner. Na, was will ich mit S? Einfach mal LP, damit wir alle Bescheid wissen. Ich habe da so meinen Lieblingsgegner, der natürlich, wie soll ich sagen, jo, jedes Mal zu einem Plotstopper für mich wurde. Aber das werden wir noch früh genug sehen. Das Wichtigste bei dem Spiel ist, dass man halt seine ganzen Helden, also bei XCOM zum Beispiel, hat man die Soldaten rekrutiert. Hier werden sie einfach geboren. Und ja, und da gibt es auch ganze Heldenblutlinien. Und da kann man die Namen von denen entweder ernst, albern oder beides machen. Ich bleibe aber bei der ernsten Variante. Und dann gibt es halt den tollen Schwierigkeitsgrad, was ja wieder super anfängt. Normal, schwer, brutal. Und ich habe irgendwie das ungute Gefühl, dass es genauso wie bei FTL ist. So wie damals am Anfang, wo es nur zwei Schwierigkeitsgrade gab. Der eine hieß zwar normal, aber eigentlich hieß er schwer. Und dann gab es noch einen anderen Schwierigkeitsgrad namens schwer und das war ultra schwer. Hier wird einem schon der schwere Schwierigkeitsgrad empfohlen, weil er sich hauptsächlich aufs Kampfgeschehen ausübt, beziehungsweise auswirkt. Und den wollen wir auch beibehalten. Ich habe bisher immer auf schwer gespielt hier. Vielleicht ist das mein Fehler. Vielleicht sollte ich auf normal spielen. Und man kann sogar mit einer Art, wie soll ich sagen, mit einem Ironman-Modus spielen. Aber naja, gut. Gehen wir hier mal auf weiter. Und dann kann man sich schon mal 5 Häuser einstellen. Es gibt jede Menge Häuser zur Auswahl, so wie ihr da seht. Wo man wirklich 500.000 Seiten durchklicken kann. Aber ich belasse alles auf zufällig, weil ich weiß nicht, was für Stärken und was für Fähigkeiten die ganzen Häuser haben. Also lassen wir es einfach mal auf Zufall und bestätigen das Ganze. Und ich muss euch sagen, das Spiel ist sehr gesprächslastig. Das bedeutet, ich werde nicht viel zu Wort kommen. Deswegen gönnen wir uns jetzt erst einmal das Intro. It's taking too long. Patience. Patience. I don't see what patience has to do with this. It should have happened by now. Life keeps to its own timetable, not ours. Oh, it doesn't stop us from trying. Good morning. Your ruler has risen. Rejoice and let bellow the horns of birth. Immortal protector of the nation, progeny of the great bloodlines, Master of Strategies, Eternal Conductor, and Forger of Matrimony. We're here to advise you on how to handle ruling and commanding... Every time! The horns of battle! Fine, we'll have to do this later. The Cadence is attacking. Heroes, jump in! The ruler will be with you shortly! And off they go. We'll explain later. We just need you to take command, because our citizens, understandably, find it hard to trust a giant talking chalice. We are not just a giant talking chalice. But the nation will listen to you, because you're of their blood. Forged from the bloodlines of the great houses. Oh, and one last thing. Unfortunately, the bloodline ritual that was used to create you also bound you to us. So you can never leave the throne. But do not despair. You can still command your heroes. Look inward, and you will find that your mind can follow them anywhere. There's a stillness to the air right before battle, like the world is taking a deep breath. Now knock the wind out of them. So, und da sind wir schon im Kampfgeschehen. Jo, schönes, interessantes, stimmungsvolles Intro. Und ja, wir haben hier direkt ein paar Klassen, die uns hier ausgewählt worden sind, vom Spiel zufällig, die alle zu irgendwelchen Häusern dazugehören. Hier hätten wir zum Beispiel die Baumstammheber,
Das sind so gesehen die Nahkämpfer. They hit things with a caber. Sometimes they hit hard and put things down. Other times they hit not so hard and just knock things out. That's all you're going to say. Simplest way of life there is. Caberjacks. Profound purveyors of violence. Ja, sehr schön. Da kann ich mir sogar die ganzen, wie soll ich sagen, Erklärungen sparen. Das übernimmt das ganze Spiel für mich. Aber ich fasse nochmal kurz zusammen, das sind wirklich unsere Nahkämpfer hier, die im Nahkampf gut Schaden machen, manchmal aber auch nicht. Und ich kann hier auch mir direkt ihre ganzen Fertigkeiten ansehen, was die so drauf haben, was sie so bei, für Ausrüstungsgegenstände dabei schleppen und was die für Werte haben, bla bla bla. Dann hätten wir hier noch die Alchemisten. Ah, you found one of our alchemists. A brilliant mind in a delicate body. Not worth much in a close quarters battle, but they make up for it with their nasty exploding flasks. Just watch out for friendly fire. The explosions are big, so aim well or keep your heroes back. Trust us, you don't want to be on the receiving end of one of their concoctions. Dankeschön für die Zusammenfassung. Ja, das sind unsere Alchemisten, das sind so gesehen Grenadiere, die einfach mal mit ein paar Cocktails rumwerfen. Sie haben nur begrenzte Anzahl von ihren Fläschchen. Und dann schauen wir uns nochmal die letzte und dritte Klasse an. Hier haben Sie den Hunter. Attacking at close range is good, but attacking from afar, where one can think and plan, is better. If you listen closely, you might be able to hear your group leaving you behind as you line up that perfect shot. Actually, the hunter will be in front of the group, stealthily scouting ahead. Is that what they say they're doing? Gut, da haben wir unsere Fernkämpfer, die Jäger. Und das ganze Tolle daran ist, man kann die ganzen Klassen auch untereinander mischen. So dass man zum Beispiel einen Jäger bekommt, der Explosivpfeile verschießt, etc. etc. Aber nun ja, kümmern wir uns erstmal um das Kampfgeschehen hier, bevor wir hier noch mehr Zeit verspielen. Hier gibt es genauso wie bei XCOM einen sogenannten Yellow Move und einen White Move. Also Blue Move, Yellow Move, falls man sich das so auf XCOM-Niveau vorstellen möchte. Wenn ich mich hier im gelben Bereich aufhalte, dann kann ich mich immer noch bewegen, Attacken machen. Wenn ich mich hier ins Weiße bewege, ist mein Zug verbraucht. Alternativ könnte ich hier noch die Runde beenden, falls ich hier stehen bleiben möchte. Was natürlich aber auch nicht unbedingt Sinn macht, weil sowas ähnliches wie ein Overwatch oder Feldposten, nennt es wie ihr es wollt, gibt es hier nicht. Ich lasse einfach mal meine ganzen Leute hier ein bisschen vorrücken, denn wir suchen hier einfach mal nach ein paar Gegnern, die etwas Stress wollen. Nun ja, wir beenden. Moment mal, nicht bewegen. Ich beende einfach mal die Runde, da ich jetzt in dieser Runde nichts aufdecken möchte. Gut. Dieser Ort sieht sehr prädestiniert dafür aus, dass es da eventuell den einen oder anderen Feindkontakt gebe. Und? Nichts? Immer noch keine Feinde. Gut. Dann rücken wir hier einfach mal ein bisschen vor. Sehen wir da eigentlich richtig rein? Na komm, du gehst mir mal hier durch, damit du den ganzen Weg nicht wieder zurücklaufen musst. Ich lasse hier auch noch mal ein bisschen vorrücken. Und wie wir sehen, sehen wir hier die Trefferpunkte. Und da drunter dieses weiße, diese weiße 1 da. Das ist der Level von dem Charakter. Gut, wir sind jetzt wieder dran. Überraschend ruhig. So ruhig war es noch nie in einer Runde von mir, die ich gespielt habe. Aber die ersten Feinde kommen bestimmt. Wo immer sie sich auch verstecken mögen. Wir finden sie. Genau, inspizieren wir erstmal diesen Raum hier. Ach, dich haben wir schon aufs Maximum bewegt. Gut. Ah, da ist der erste Feind. First catch of the day.
We can't tell you much about the Cadence because not much is known. Okay. It's old, first sighted centuries ago. It cares only for destroying our nation with its corruption. That's where pawns like you see here come in. Think of them as attack dogs the Cadence creates to spread corruption in the world. Gut, wie ihr merkt, kommt man hier nicht besonders zu Wort. Und da einer unserer Alchemisten hier erstmal vorne ran steht, setzen wir diesen als erstes ein. Er hat, da er auf Stufe 2 ist, schon mal die Fähigkeit Freiwurf. Mit dem kann er schon mal ein Fläschchen werfen, ohne dass er einen Zug aufbraucht. Das ist so ungefähr wie, wie könnte man es nennen, wie zum Beispiel wie Double Tap, wenn man es weiterhin mit XCOM vergleichen möchte. Und das war ein schöner Treffer. Gut, und da das vorhin ein Freiwurf war, kann er jetzt eigentlich nochmal werfen. Oder wir schauen mal, ob einer unserer Nahkämpfer in der Nähe ist. Jo, ist er. Dieser hat auch spezielle Fähigkeiten. Aber zuerst erkläre ich euch mal diesen Vergeher hier. Wenn er angreift und Schaden bei uns macht, dann zieht es unseren Leuten Erfahrungspunkte ab. Dasselbe gilt auch, wenn er drauf geht. Mit der F-Taste zum Beispiel könnte ich jetzt noch den Ansturmwinkel verändern. Aber mir reicht es so momentan. Und dann mache ich einfach mal einen Rückstoß und hoffe mal, dass er genug Schaden machen wird, um den Cadence hier platt zu machen. Nein, es sind nur 4 Schadenspunkte. Aber immerhin. Vielleicht kann sich ja unser Jäger hier ein bisschen... Gut, 75% Trefferchance. 9 bis 12 Schaden. Probieren wir es mal. Und wir schießen volle Kanne daneben. Sehr gut. Das passiert öfters mal. Gut, da wir vorhin einen Freiwurf gemacht haben, können wir uns ja immer noch bewegen. Und immer noch ein Fläschchen nach dem Cadence hier werfen und treffen. How about that, eh? One down, untold millions to go. Genau. Unzählige Millionen noch voraus. Irgendjemand, der sich bewegen möchte? Ne, komm. Lassen wir mal bleiben. Ich wollte trotzdem noch mal hier hinten hingucken, aber... Muss ja nicht sein. Ah, und da haben wir die nächste... Seeds. Arguably the lowliest of pawns are more nuisance than menace. But if you're going to remember one thing, don't let those runts form a posse. Keep them apart. Otherwise, it'll be like when caberjacks get together at a tavern. Except not the best night of your life. Schön, wie die mir hier immer wieder ins Wort fallen und alles erklären, was ich selber erklären wollte, aber hey, ich will mich nicht beschweren. Haben wir von hier eine Sichtlinie? Leider nicht. Dementsprechend würde ich mal sagen, ziehen wir uns hier ein bisschen zurück, weil angreifen können wir den auch nicht. Dann positionieren wir uns einfach mal ein bisschen anders um, damit wir den da ausschalten können. Auf die sichere Art und Weise. So, mein Lieber, dann komm mal ran. Und er kann sogar noch angreifen auf die Distanz. Da bin ich nicht weit genug weggegangen. That could have been worse. Genau. At least they belong to heroic bloodlines. Oh yes, we forgot to mention. Normal humans cannot survive even a single touch from the Cadence, but because the bloodlines of your heroes are attuned to us and have our power flowing through them, they have a fighting chance. Oh mein Gott, sind die wieder gesprächig. Das Schöne ist, dank den Untertiteln hier muss ich jetzt nicht einmal alles nochmal wiederholen, was die so vor sich labern. Finde ich schön. Na komm, rück mir auch noch ein bisschen weiter vor. Okay, gut. Dem Gang könnte es vielleicht noch den einen oder anderen Gegner geben. Aber mal gucken. Oh, hi. Können wir den auf Distanz ausschalten? 65% Restsicherheit. Jawohl. Glatter Kopfschuss. Und ein Level Up. Und das Tolle in dem Spiel ist, die Level Ups
können wir auch direkt hier in-game vollführen. Jetzt bekommt er so gesehen den Nachsetzer, was man mit einem Art Rapid Fire vergleichen könnte. Zwei Schüsse hintereinander, vorausgesetzt der erste Schuss trifft. Und den können wir direkt einsetzen. Vielleicht sollte ich dich da wieder zurückziehen, aber ich lasse dich da einfach mal stehen. Vielleicht siehst du ja gleich was. Oh, diesen Effekt habe ich ja noch gar nicht gesehen. Vielleicht sind hier noch ein paar zusätzliche Gegner. Dementsprechend würde ich mal sagen, gucken wir da einfach mal hin. Oh, hi. Lapses. Cadence cowards. They'd rather stay back and snipe at you than fight up close. Genau. Your heroes are hit, they may forget some of their combat training. The mind is just as vulnerable as the body. Jetzt wird nochmal das erklärt, was ich schon gesagt habe. Mit dem Verlieren der Experience. Okay, gut. Lassen wir den mal auf uns zukommen. Ich hoffe, er hat überhaupt Interesse an uns. Ja doch, da ist er. Und er versteckt sich. Gut, gehen wir noch ein bisschen weiter zurück. Vielleicht noch ein bisschen weiter zurück. Nur für den Fall der Fälle, dass sie uns angreift. Die Frage ist, will ich da jetzt weitergehen? Okay, ich bin hier einmal rumgelaufen. Passt schon. Hi. Okay, dann machen wir sie mal platt. 80% Treffsicherheit, da können wir direkt mal den Nachsitzer ausprobieren. Und einmal daneben geschossen, damit hat sich alles erledigt. Okay, von hier aus bekommen wir unseren Freiwurf nicht. Okay, das hat schon mal 10 Schaden gemacht. Aber auch diese Granate kann sowas von daneben gehen. Aber wir haben ein bisschen Glück und dann funktioniert das Ganze auch. Wir sind hier noch nicht fertig. Okay, hier ist so eine Art Thronsaal. Oh, hi. Das war jetzt ein Fehler. Ich glaube, es gibt da nicht mehr viel, was wir für dich tun können, Freundchen. Ich hoffe, du stirbst mir da nicht weg, weil das war jetzt wirklich ein Fehler meinerseits. Okay, ich glaube, du bist tot. Nicht ganz. Gut. Und bevor wir hier weiter angreifen, ziehen wir dich zurück. Damit du mir hier nicht abkratzt. Und jetzt wird die Musik auch ein bisschen rockiger. Klar, wir könnten hier direkt angreifen, aber ich würde mal sagen, wir ziehen uns erst einmal aus der Sichtlinie zurück und lassen den Feind zu uns kommen. Das ist oft viel sinnvoller. Na, kommen wir ein bisschen näher ran. Hi. Okay, der Nachsitzer ist momentan nicht geladen. Da kriegen wir zumindest... Okay, das Gerstenkorn haben wir platt bekommen. Ist doch schön. Okay, der Freiwurf geht hier momentan noch nicht. Weil er auf Cooldown ist. Und da sehen wir, was passiert, wenn so eine Granate daneben geht. Beziehungsweise so ein Trankflasche. Oh. Okay, dann muss ich hoffen, dass das hier so ausreicht. Nein. Ging voll daneben. Okay, gut. Dann schubsen wir dich mal weg.
Und sie ist betäubt. Gut. Da können wir jetzt nachsetzen, aber du bleibst mir mal aus der Sichtlinie raus. Okay, wer will den Kill? Vielleicht nochmal mit Nachsetzer. Ich glaube, den werden wir zwar nicht brauchen, aber hey. Ja gut, wir schießen ja eh daneben. Von daher kein Problem. Okay, und der Rückstoß ist momentan nicht verfügbar. Ich hoffe, du triffst diesmal ein bisschen besser. Nein. Das war ein Feld zu weit. Hier haben wir immer nur noch zwei Versuche. Aber der erste reicht schon. Gut. Und damit ist der erste Einsatz auch geschafft. Since you and your heroes did so well here, I'll try and make sure their ride home is more pleasant and less vomit-inducing. They've earned it. Gut. Dieser Baumsturmheber hat keine Tötungs-XP bekommen, aber egal. Zumindest lebt er noch. Elisabeth oder beziehungsweise sie. Das war eine reine Girl-Truppe, wie ich sehe. So, meine Freunde, was man hier auf dieser Strategiekarte machen kann, das erfahren wir dann leider erst im nächsten Part. Ich bedanke mich mal fürs Zugucken, wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!